ist ziemlich weit von Lübeck entfernt und der Weg in die Stadt hinein zu kulturellen Veranstaltungen ist weiter als für viele andere. Das muss man einfach so sagen. Der Weg muss nicht weiter sein. Wir haben in Schlutorp eine eigene Musikveranstaltung organisiert. Die Schlutorper Kammer Musiktage. 13 Künstler aus verschiedensten Erdteilen haben sich in Schlutorp eingefunden, um unter dem Motto Musik verbindet, gemeinsam zu musizieren. Wie ich darauf komme, in Schlutorp Musik zu organisieren. Schlutorp hat eine wundervolle Kirche. Und in dieser Kirche ist eine tolle Akustik. Und ich habe viele junge Bekannte und Freunde, die Orte suchen, wo man auftreten kann. Also habe ich die beiden Dinge zusammengebracht. Ich habe den Musikerinnen und Musikern angeboten, bei uns in Schlutorp aufzutreten. Und das haben wir schon vor einigen Jahren gemacht. Und dabei haben mehrere Musiker mehrmals Auftritte gehabt und sich jetzt überlegt, sie würden ganz gerne hier in Schlutorp ein größeres Projekt machen. In erster Linie war das Erika Sedenio. Der Ton von verschiedensten Streichinstrumenten hallte durch die beschaulichen Gassen an der St. Andreaskirche. Jetzt durch Erika spielen sie zum ersten Mal zusammen. Ich habe eben 6 Leute zusammen gehört. Und vorher 3 Leute in einem kleinen Trio. Also da muss eine ganze Menge passieren. Heute ist ja der erste Tag des gemeinsamen Übens. Sie haben viel Spaß, aber sie sind sehr kritisch miteinander und mit sich selbst und üben eisern und mit Begeisterung. Und wie eisern und begeistert die Musik geübt wurde. 7 Tage lang erklangen die Instrumente durch die beschaulichen Gassen an der St. Andreaskirche. Muss man natürlich auch irgendwie in der Zeit ihrer Proben, in der sie schwer arbeiten, hier in Schlutorp unterbringen. Ich habe bei dem Damenabend der Schlutorper Gemeinnützigen einfach angefragt im letzten Herbst, wäre da jemand, der Interesse hätte, jemanden, diese Musiker unterzubringen? Und sofort hatte ich Leute, die sagten, zu mir kann jemand kommen. Vor allen Dingen sind sogar 2 Leute gleichzeitig angebracht, bei 3. Und das war total schön, diese Gastfreundschaft der Schlutorper hier zu erleben. Auch musste sich geeinigt werden, wie etwas zu spielen ist. Aber ich spiele diesen Tag auch, auch nicht so laut, einfach anpassen. Weil ich spiele. Einfach, wenn ihr eigentlich mehr hört als. Ich spiele den ganzen Tag nicht. Und ich spiele etwas. Ja.
glaube, das sind zwei und ist zu früh. Bam, 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 bam. Bam. Also, pass auf, ab 25 bin ich schneller, weil. Ja, ich weiß aus Erfahrung, wozu diese Frau fähig ist und was für Musikveranstaltungen die auf den Weg gebracht hat. Und das waren Musicals, für die lange geprobt wurde. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Schlutup diese Gelegenheit bekommen hat, diese fabelhafte Musikerin hier für sich arbeiten zu lassen. Ich bin sehr gerne hierher gekommen und habe die Schirmherrschaft übernommen, sehe viele bekannte Gesichter aus der Stadt. Wie glücklich kann sich Schlutup und St. Andreas schätzen, Frau Gunhild Heidermann hier wohnen zu haben und dann diese Aufgabe übernommen zu haben.